den Angehörigen das Beileid der Luzerner Polizei auszusprechen. Zu den Fakten. Heute Morgen, kurz nach 9 Uhr, hat der Tatverdächtige das Objekt, das Gelände betreten. Er hat mit einer Faustfeuerwaffe, einer Pistole, gezielt auf Personen geschossen. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung. Wir wissen heute noch nicht, wie der weitere Hergang war, was genau alles passiert ist. Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Resultat kann ich Ihnen sagen, dass 10 Personen von diesem Ereignis direkt betroffen sind. Einerseits haben wir 3 Tote, darunter der Tatverdächtige. Alle Ereignisbetroffenen sind Schweizer Bürger. Wie gesagt, 3 Tote, darunter der Tatverdächtige, 5 Schwerverletzte, ein Mittelschwerverletzter und ein Leichtverletzter. Im Moment findet die Spurensicherung statt. Wir haben für die Spurensicherung das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin Zürich unterstützenderweise beigezogen. Wir haben weitere Abklärungen am Laufen, also die Umfeldermittlungen zum Täter, der namentlich bekannt ist. Er ist ein langjähriger Mitarbeiter der Chronoswiss, ist 42 Jahre alt, Schweizer Bürger. Wir wissen nicht, wo das Motiv zu suchen ist, also der Trigger, der Auslöser für diese Tat ist im Moment Gegenstand der Abklärungen. Die getöteten Personen werden obduziert und es wird ein Status erhoben, um die Todesursachen zu klären. Die Ereignisbetroffenen im Umfeld wurden vom Care-Team betreut. Wir haben das Care-Team aufgeboten und haben diese den Betroffenen zur Bewältigung dieses Ereignisses zur Verfügung gestellt. Die Ermittlungsbehörden sind im engen Kontakt mit der Geschäftsleitung des betroffenen Betriebes und gebe nun gerne das Wort der Vertretung der Chronostahl. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen von Chronoswiss begrüßen zu dieser äußerst traurigen Sitzung hier. Wir sind im Moment alle betroffen. Wir können das Ganze nicht nachvollziehen und brauchen jetzt Zeit mit unseren Leuten, damit wir diese Trauer verkraften können. Es ist für alle überraschend und nicht nachvollziehbar. Wir werden, wie die Kantonspolizei mitgeteilt hat, ein Care-Center einrichten und die Betroffenen betreuen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir den Verwandten, Bekannten unser tiefstes Beileid aussprechen möchten. Wir werden dementsprechend die Produktion runterfahren. Wir brauchen im Moment Zeit, in unserem Team mit unseren Leuten das Ganze zu verarbeiten und werden morgen Nachmittag in Willisau einen Gottesdienst feiern mit allen Betroffenen und unseren Mitarbeitern. Wir bitten Sie auf Verständnis, dass wir vielleicht auch nicht auf alle Fragen antworten möchten, weil wir heute die Prioritäten in die Verwandten, in die Beteiligten und in unsere Mitarbeiter stecken möchten, was für uns jetzt im Moment das Wichtigste ist. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen, unser Konzernleitungsmitglied, Herr Fluder, kann ja auch noch ein paar Sachen beantworten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bin zutiefst betroffen. Als ich heute um 9.30 Uhr einen Telefonanruf gekriegt habe, konnte ich das nicht fassen. Ich konnte es nicht glauben. Erst als ich da in Menzna angekommen bin und Polizei und Kripo gesehen habe, wusste ich, dass das wirklich so ist. Ich habe mit Leuten gesprochen, die schon 20 und mehr Jahre bei Chronospan sind. Die Betroffenheit ist enorm, das kann sich, glaube ich, niemand so richtig vorstellen.
Wir haben jedenfalls schnell und unbürokratisch entschieden, dass wir sofort einen Care-Fonds einrichten werden, damit die Betroffenen zum Zuge kommen und Härtefälle damit abgefedert werden können. Von der Konzernleitung her kann ich im Moment auch nicht mehr zum Vorfall sagen. Ich möchte da auch nicht in laufende Ermittlungen eingreifen.